halten sie durch. Ganz gleich, wie langsam es am Anfang auch geht. Ausdauer bringt Erfolg. Ohne Ausdauer geht es nicht. Sie lässt sich durch keine andere Eigenschaft ersetzen. Denken Sie daran und halten Sie sich daran fest, wenn der Anfang schwierig und zäh erscheint. Wer sich Ausdauer zur Gewohnheit gemacht hat, ist offenbar gegen Misserfolge gefeit. Ganz gleich, wie viele Rückschläge er erleidet, am Ende schafft er es ganz nach oben. Manchmal scheint es, als würden Menschen gezielt im Rahmen eines heimlichen Plans durch alle möglichen frustrierenden Erfahrungen auf die Probe gestellt. Wer sich nach einer Niederlage wieder hochrappelt und einen neuen Anlauf wagt, der kommt ans Ziel. Und die Welt jubelt: Bravo! Ich wusste, du kannst es. Der heimliche Plan lässt nicht zu, dass sich jemand großer Leistungen erfreut, ohne den Ausdauertest bestanden zu haben. Wer dazu nicht antritt, der schafft es eben nicht. Wer den Test besteht, wird für sein Durchhaltevermögen reich belohnt. Damit, dass er sein erklärtes Ziel erreicht. Doch das ist noch nicht alles. Er bezieht daraus etwas sehr viel Wichtigeres als eine materielle Gegenleistung, nämlich die Erkenntnis, dass in jedem Fehlschlag der Keim für eine entsprechende positive Entwicklung liegt. Manche Menschen wissen aus Erfahrung, was Ausdauer erreichen kann. Sie akzeptieren Rückschläge höchstens als vorübergehend. Sie setzen ihre Anliegen so hartnäckig um, dass sich die Niederlage am Ende in einen Sieg verwandelt. Wer keine Ausdauer besitzt, der kann auf keinem Gebiet nennenswerte Erfolge erzielen. Es zahlt sich wirklich aus, durchzuhalten. Ohne Ausdauer haben Sie schon verloren, bevor Sie richtig anfangen. Mit Ausdauer werden Sie gewinnen. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt zur Entwicklung von Ausdauer ist, zu wissen, was man will. Wer ein starkes Motiv hat, kann viele Schwierigkeiten überwinden. Durchhaltevermögen ist eine Einstellung, die man sich aneignen kann.